herzlich willkommen bei Kreativ. Wir freuen uns ganz besonders, dass neben Wolfgang Schwaniger, Tenor und Rechtsanwalt, wir heute auch Patrick Wurzel von der Oper Chemnitz bei uns haben und sind auch sehr froh, einfach einmal jemanden zu haben, der auf der exekutiven Seite sozusagen steht, derjenigen, die uns als Freiberufler als Gäste engagieren, und haben auch einige Fragen, weil wir auch über Ihr Beispiel indirekt schon gehört haben, über Herrn Schwaniger, dass also auch Sie in der Zeit des ersten Lockdowns im Frühjahr erreichen konnten, dass zumindest ein Teil der Gagen gezahlt werden konnte, auch an die freiberuflichen Künstler. Schön, dass Sie heute bei uns sind, Herr Wurzel. Vielen Dank für die Einladung. Ihnen heute ist natürlich in gewisser Weise ein sehr besonderer Tag, weil wir noch nicht wissen, wie heute die Bundeskanzlerin entscheiden wird oder wie wir alle entscheiden werden, ob in den nächsten Wochen überhaupt Theater gespielt werden kann. Wir kommen aber jetzt erst noch mal zu ganz speziellen Situationen in Chemnitz. Uns würde interessieren, wer sind denn letztendlich die finanziellen Verantwortlichen der Oper Chemnitz? Wer ist der Träger des Theaters? Also vielleicht noch vorweg zu sagen, ich hoffe nicht, dass eine Bundeskanzlerin entscheidet, sondern ein Parlament, was von uns gewählt worden ist, und zumindest Parlamente auch in den Ländern. Also das Großartige ist ja, dass wir ein föderaler Staat sind. Dementsprechend, da baue ich ja sehr drauf. Also die Demokratie ist ja das, was uns jetzt über Jahrzehnte Sicherheit, Frieden und vor allem auch Schutz unserer Entwicklung gebracht hat. Das Theater Chemnitz, die Oper Chemnitz, ist der große Fünf-Sparten-Betrieb der Stadt, wird getragen durch die Stadt Chemnitz und in Sachsen durch die Besonderheit, dass wir einen Kulturpakt haben. Das heißt, das Land Sachsen finanziert auch die Theater der Kommunen und die Theater in Trägerschaft der unteren Einrichtungen, der kommunalen Einrichtungen durch gegenläufige Finanzierung, hat aber auch ein eigenes Staatstheater in Dresden mit dem Staatsschauspiel und der Staatsoper, der Semperoper. Aber zum Beispiel beteiligt es sich auch an der Landesbühne von Sachsen. Wir sind auch zum größten Teil gefördert. Und es gibt noch etwas anderes, und da muss man der Politik in Sachsen sehr dankbar sein. Man hat einen Fonds eingerichtet, dass die HTV-Zeit beendet werden konnte und die sächsischen Theater ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entsprechend ihrer Qualifikation und entsprechend der derzeitigen Tarife bezahlen können. Also als der erste Lockdown stattfand im März, April, sind ja auch einige Vorstellungen ausgefallen, die zum Beispiel auch, glaube ich, eine Ringwiederaufnahme betroffen haben, die dann erstmal abgesagt werden mussten, logischerweise wie alles andere. Wie viele Menschen betraf dieser Lockdown an Freiberuflern an Ihrem Haus? Wie viele Gäste hatten Sie da gehabt? 150 Vorstellungen absagen müssen, ungefähr. Ja. Und 952 Verträge aufgelöst. Okay. Und Sie hatten daraus dann eine gewisse Summe errechnet, die, also wenn jetzt jeder dieser Künstler kommen würde und sagen würde, ich würde das jetzt versuchen, daraus diese höhere Gewaltklausel anzufechten, wenn das jeder tun würde, hatten Sie eine bestimmte Summe errechnet, die also auf den Träger oder auf die Träger zukommen würde, wenn ich das richtig verstanden hatte. Das ist ja ein bisschen ein Wabonspiel, aber es ist ja meine tief innere Überzeugung, dass ein Betrieb nicht das Risiko seiner Betrieb auf den Arbeitnehmer abgeben kann. Und das ist die Frage, ist der Freiberufler ein Arbeitnehmer, ist er es nicht? Das ist eine Definitionsfrage. Das ist, glaube ich, auch die Hauptfrage, die mit den Fragestellungen den Gerichten überlassen werden muss. Ja. Und vor allem, aber meine Frage ist ja, da geht es ja nur um etwas anderes. Bei meiner großen Diskussion war es ja vor allem, ist eine Frage des Respekts. Ich habe Kolleginnen und Kollegen engagiert, habe gebeten, dass sie sich einen bestimmten Termin frei halten. Und dann sage ich den Termin von meiner Seite ab, aufgrund von einer Situation, die Definition mentöre Gewalt ist. Aber auf der anderen Seite ist ja das, dass dort eine große Einnahmequelle in Sicherheit weggeht. Und jetzt soll ich so respektlos sein und soll demjenigen sagen, du hast den Termin freigehalten, bei aller Liebe, aber ich kann nicht spielen, dementsprechend bekommst du keine Gage. Das kann ich nicht. Auf der anderen Seite stelle ich mir natürlich die Frage, ich als Theater, ich als Betrieb kann ja auch nichts dafür. Dementsprechend ist es ja nicht aus Freiwilligkeit, dass ich entschlossen habe. Es ist jetzt nicht so, weil wir keine Karten verkauft haben oder weil wir keine Möglichkeiten hatten, dort genügend Publikum zu akquirieren, dass es sich gelohnt hätte. Sondern es ist ja wirklich für uns eine Situation, die von außen kommt. Und daher war für uns sehr schnell klar, dass Kollegen, die uns eng verbunden sind, die verschiedene Produktionen, verschiedene Vorstellungen am Haus singen, sogenannte Residenzvertreter am Haus, dass diese mit 100% voll ausgezahlt werden, weil sie einfach uns ihre Zeit geschenkt haben. Und auf der anderen Seite, dass Gäste, die für eine Vorstellung gekommen sind, auf jeden Fall 50% bekommen haben, um einfach auch Ausgaben, die sie gemacht haben, gedeckt haben können. Weil ja, ist das zum Beispiel, unsere große Frage war, es sind viele Ausgaben schon vorhin dann passiert. Man hat Repetitoren bezahlt, man hat sich darauf vorbereitet, auch bei Wiederaufnahmen. Der Gesangskünstler ist ja jemanden, der eigentlich nur 10% seiner Arbeit im wirklichen Theater verbringt. Der Rest ist mentale, psychologische, psychische, physiotherapeutische Vorbereitung des Ganzen, was dort kommt. Und dafür soll jetzt auch jemand kein Geld bekommen, also eine Investition, die er gemacht hat für eine Vorstellung, die ersetzt bekommen, das hätte sich mir nicht erschlossen. Gab es denn eine Maßgabe seitens der Träger, von vornherein die Auszahlung zu stoppen, weil uns solche Informationen zugegangen sind von anderen Häusern, sowohl in Sachsen als auch in anderen Bundesländern, wo also die ganz klare Maßgabe war, bitte keine Gästehonorare auszahlen? Also da muss man sagen, haben die Träger der Theater Chemnitz, vor allem die Stadt Chemnitz,
unser Generalintendant Dr. Dittrich hat frühzeitig den Aufsichtsrat eingebunden, weil einfach auch dieser Mittel der Kommunikation, das glaube ich der Schlüssel zu dem Gesamtergebnis war, hat sehr früh den Aufsichtsrat einbezogen, hat sehr früh die Stadt als Träger eingezogen und hat dadurch erreicht, dass das Ganze freigegeben werden konnte und dass alle dahinter stehen konnten, weil man natürlich auch gesehen hat, dass dort einfach auch Einnahmeperspektiven von Kolleginnen und Kollegen daran hängen. Wenn ich dazwischen da was sagen darf, das ist natürlich sozusagen eine Erfolgsstory. Für uns Freischaffende ist das, was in Chemnitz passiert ist, wirklich etwas, da kann man jetzt sagen, okay, in 70% wären besser gewesen. Aber das, es stellt sich jetzt nach Monaten einfach heraus, dass das eine der besten Lösungen war, weil es auch echte 50% sind und dass sie 100% bei den Residenzverträgen erreichen konnten, ist eine absolute Ausnahme. Also aus unserer nicht repräsentativen Umfrage geht hervor, dass weit über die Hälfte überhaupt nichts erhalten haben. Und zwar hat die öffentliche, also die Haushälter sozusagen, wie der Bühnenverein jetzt auch sagen würde, einfach oft so argumentiert, dass sie gesagt haben, ja, wir sagen generell, ohne Leistung kein Lohn, es sind keine Arbeitnehmer, und deswegen dürfen wir auf gar nicht Steuergeld verbraten für eine Leistung, die nicht erbracht worden ist. Und das, was jetzt die, auch diese Haltung, die sie zeigen, ist also, da sind sie, würde ich sagen, fast allein auf weiter Flur, würde ich fast sagen, weil das sind natürlich auch unsere Argumente. Haben Sie denn aktuell Kurzarbeitergeld, also haben Sie noch einen Moment Kurzarbeit am Theater Chemnitz oder sind Sie quasi, bis heute noch in eher wieder voller Beschäftigung? Nein, das geht auch gar nicht. Wir haben im Moment einen sehr geringen Spielbetrieb. Wir haben im Moment eine Operngala, eine Musicalgala, eine Operettengala, bereiten gerade Kabarett vor, haben 3 Produktionen im Foyer, um einen Spielbetrieb aufrechtzuerhalten. Aber zum Beispiel, ich habe keine großen Chorproduktionen. Das große Orchester des Theater Chemnitz, die großartige Robert-Schumann-Philharmonie, kann im Moment nicht in voller Stärke spielen, kann nicht im Graben spielen. Ich habe fast keine Neuproduktion. Am 3. Oktober hätten wir eigentlich eine Premiere von Die Frau in den Schatten gehabt. Das haben wir alles verlegen und verschieben müssen. Aber was ich nochmal sagen möchte, ist ja eine, warum wir diese Lösung so angegangen sind. Ich bin ja so dankbar, dass auch unser Generalintendant, auch der Geschäftsführende Direktor, Herr Gräber, alle, die hinter dieser Lösung stehen, ist einfach die Situation zu sagen, man hat damit einen Ausgleich geschaffen, weil man ja mit den Kolleginnen und Kollegen weiter respektvoll zusammenarbeiten möchte. Ich habe doch keine Chance in Chemnitz, jemandem zu sagen, du kriegst jetzt kein Geld, ungefähr wieder. Das macht ja keiner, also mit gesunden Möglichkeiten. Da ist vielleicht eine andere Oper wie Metropolitan oder die Berliner Staatsoper oder die Münchner Staatsoper oder Staatstheater Karlsruhe, wo alle Sänger andauernd singen möchten, vielleicht in einer anderen Position. Aber in Chemnitz werbe ich ja um Sänger, die meist weit über dem Fach sind, was Chemnitz sich eigentlich bezahlen kann oder bisher hier gesungen hat. Das ist ja das, was den Erfolg des Chemnitzer Musiktheaters seit 2016 ausmacht, dass im Endeffekt Sängerpersönlichkeiten sind, die früher nicht den Weg nach Chemnitz gefunden hätten. Und diese Respektfrage hätte ich für mich nicht klären können. Außerdem die Frage ist, warum muss ich einen Gerichtsprozess entgegenziehen, den ich verlieren kann? Also versuche ich davor, einen Ausgleich zu finden und versuche, dass alle Möglichkeiten haben. Sie dürfen nicht vergessen, ich habe ja noch gespart, indem ich keine Hotelübernachtung hatte, keine Wohnungsausgaben hatte, keine Fahrtkosten hatte. Also dementsprechend, das Sparvolumen ist doch schon da. Die Frage ist einfach nur, wir können nichts dafür. Unser Geschäftsbetrieb war auf einer guten Basis. Wir haben 2019 ein sehr erfolgreiches Musiktheaterjahr in Chemnitz gehabt. Wie war denn die finanzielle Lage der Oper Chemnitz vor Corona und wie war so im Allgemeinen Ihre Auslastung, wenn Sie gespielt haben, zum Beispiel jetzt sowas wie ein Ring? Also beim Ring waren wir an die 100%. Unsere Gesamtauslastung war jetzt über 80%. Und ja. Die Situation war großartig, sodass wir Projekte angehen konnten, die wir uns vorhin nicht leisten können. Wir haben einen Riesenerfolg gehabt mit Bei der Feuerwehr wird der Kaffee kalt, eine Kinderoper nach einem sehr bekannten Kinderbuch. Davon hatten wir anfangs 11 Vorstellungen disponiert, dann am Ende waren es 32 ausverkaufte Vorstellungen, die gespielt wurden, wäre Corona nicht gekommen. Haben Sie jetzt quasi mit dem Kurzarbeitergeld ein Minus oder ein Plus erwirtschaftet durch die Corona-Krise? Also es geht ja nun schon sehr weit auch in die Geschäftsbeziehung, aber ich glaube, sagen zu können, mit sehr vielen Sparanstrengungen aller Bereiche, aller im Haus, auch der Kurzarbeit, ist es, glaube ich, denkbar und möglich, dass das Defizit bei vollem Ausgleich der Stadt, bei dem, was geplant worden war, mit den Budgets, die geplant worden waren, dass man einen hoffentlich noch positiven Ausgleich findet. Hauptsache, es ist nicht negativ, dass kein Nachschuss kommen muss. Ja. Befürchten Sie aktuell, dass das Budget gekürzt werden sollte, aufgrund der Tatsache, dass Sie einfach auch nicht die Menge an Dingen spielen können, die man normalerweise in so einem Fünf-Sparten-Haus erwarten würde? Ja, das ist ja die Frage, warum sollte die Stadt als Träger eine Einrichtung bezahlen, die nicht arbeitsfähig ist? Und andere machen es auch, dass es nicht gibt. Also, ja. Ich glaube, dass es Sparmaßnahmen geben wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das ganze Spulassens vorbeigeht, auch wenn ich der persönlichen Meinung bin, dass wir die Situation haben, einfach sagen zu können und sagen zu müssen, Schulden sind nichts Schlechtes. Dementsprechend, ich glaube, es ist besser, dass eine Gesellschaft zusammenhält, eine Gesellschaft eine Krise finanziell bewältigt, anstatt dass man jetzt an Sparmaßnahmen denkt. Also die
Die Erfahrungen jetzt zeigen auch, sagen wir mal, wenn man dann auf die Kulturpolitik hört, sieht man ja, dass der Stellenwert der Kultur einfach nicht mehr den ist, den wir uns vielleicht erhoffen, den wir jetzt auch als Kunstschaffende sowohl auf der Arbeitgeber- als auch auf der Arbeitnehmerseite einfach dieses Selbstverständnis wohl offensichtlich in der Politik und in der Gesellschaft nicht mehr vorhanden ist. Das zeigt ja die Krise gerade, wie man mit oder mit den Kreativen eben umgeht. Ist es hier nicht zu befürchten, dass jetzt auch die Situation in der Krise dazu ausgenutzt wird, um viel mehr von der öffentlichen Hand wegzunehmen und schließlich zu einem Mäzenatentum oder zu einer anderen Form zu kommen? Sie haben ja heute Herrn Altmaier gehört, der gesagt hat, dass Kultur ein wesentlicher Bestandteil der deutschen DNA ist. Meine Fragestellung ist eher, warum haben wir es als Theaterschaffende nicht geschafft, dass die Gesellschaft automatisch hinter uns steht? Also Sie sehen es ja, die deutschen Theater waren jetzt nicht so, dass wir die Karten reglementieren mussten, dass wir Vorstellungen nicht ansetzen konnten, weil wir so viele Karten verkauft haben dementsprechend. Wir haben ja im Endeffekt, da nehme ich mich ein bisschen raus, weil dafür bin ich, glaube ich, auch eine junge Generation. Aber die Generation vor mir in den 70ern, 80ern, 90ern hat es ja nicht geschafft, eine Bevölkerung fürs Theater zu begeistern. Nehmen Sie einfach mal nur ein Weihnachtsmärchen-Systematik. Ein Weihnachtsmärchen wurde früher besucht durch die Schule, dann ging man meist noch mit seinen Eltern, dann ging man mit seinen Großeltern herein. Dann gingen die Eltern irgendwann weg, jetzt gehen die Großeltern auch nicht mehr. Das heißt, man geht jetzt noch höchstens mit der Schule ins Weihnachtsmärchen. Und damit machen Sie es doch fest. Wer hat noch ein Abo? Früher hat sich die Gesellschaft oder zumindest die sich dafür gehalten hat, im Theater getroffen. Das heißt, das Premierenabo war ausgebucht. Sehen Sie einmal die Zahlen von Oldenburg an, die immer noch ein sehr, sehr gutes Abo haben. Aber früher war das Haus fast ausabonniert. Die ostdeutschen Häuser müssen wir nicht drüber sprechen. Das ist eine einfache Struktur durch die Betriebsabos von 1990. Da muss man anders sprechen. Man hat aber dieses klassische deutsche Stadttheater, wie zum Beispiel auch in Pforzheim, wie andere Städte, wie zum Beispiel in den alten Bundesländern vor allem, Möglichkeiten gesucht, Fragen gesucht. Man hat aber keine wirklichen Antworten gefunden. Und da stelle ich mir eher die Frage, wie schaffen es wir wieder, in der Gesellschaft so verankert zu sein, dass die Gesellschaft sagen kann, ohne Theater geht es nicht. Jetzt kann ich natürlich eine Aktion des Bühnenvereins nachvollziehen, Theater muss sein, das ist ja sehr schön. Aber ein Müssen ist ja nicht das Hauptmerkmal meines privaten Unterhaltungsvergnügens, sondern ich muss ja ein Wollen erzeugen. Und wenn ich das Wollen nicht habe, dann wird es schwierig. Und dann kann ich auch die Gesellschaft verstehen. Ich glaube, es Schlimmste ist ja in Bonn passiert, wo das Opernhaus gegen einen Sportclub ausgerechnet worden ist. Ja. Wenn der Fußballclub mehr Geld möchte, muss die Oper geschlossen werden. Wenn die Oper mehr Geld muss der Fußball eingestellt werden. Das ist ja schwachsinnig. Also ich habe noch niemals davon gehört, dass wenn ein Opernhaus geschlossen worden ist, im Fußball jetzt gerade die nationalen Ressourcen ausgebrochen sind, den Fußball auf Weltniveau hochzuheben. Und dementsprechend, ich glaube, es geht nur mit einem Miteinander, weil ich glaube eher, wenn ein gutes Opernhaus in ein guter Fußballclub ist, dann hat man die Chance, dass die Stadt sich weiterentwickelt. Beobachten Sie denn aktuell, wenn wir darauf zurückkommen, wie quasi das Publikum auch hinter einem Theater zum Beispiel bei Ihnen in Chemnitz steht, können Sie jetzt die entsprechend reduzierten Zuschauerplätze jedes Mal ausfüllen oder beobachten Sie auch, wie wir es zum Teil auch an anderen Theatern erlebt haben, dass Leute aus Sorge möglicherweise nicht in die Oper gehen, also sowohl wegen Infektionen als auch wegen anderer Bedenken? Also ich glaube, wir haben ein sehr, sehr gutes, sehr sicheres Hygienekonzept. Und ich kann beobachten, wenn wir eine Vorstellung ansetzen konnten, diese Vorstellung geöffnet haben, war sie ausverkauft. Wir haben jetzt eine Operettengala, die leider das Problem hatte, dass wir in Chemnitz zwischendurch eine Zuschauerzahlreduzierung auf 100 Besucher, 100 Teilnehmer, jetzt wieder 250 Besucher haben. Das heißt, wir haben ausgeladen, eingeladen, ausgeladen, eingeladen. Und das ist so ein bisschen das Problem. Also was ich mir wünsche, ist gerne eine Planperspektive. Und das ist das, was ich gerade sehr vermisse. Also mein Hauptproblem ist, um da sehr offen zu sein, wir sind jetzt in Monat 10 der Pandemie. Wir wissen es ungefähr seit 10 Monaten, dass sie kommen wird, Januar. Februar, März wird dann der Lockdown mit allen Möglichkeiten. Ich kann jeden Politiker, ich kann jeden Verantwortungsträger verstehen, aber jetzt 6 Monate später nach dem ersten Lockdown immer noch so geringe Lernkurve zu haben und festzustellen, dass das Theater doch kein Pandemie-Hotspot ist, weil die Leute sich hier nicht 15 Minuten zur Begrüßung erstmal umarmen und eng beieinander suchen oder sich in die Sitze fläzen, wälzen und was sonst noch passieren muss, damit man einander ansteckt, das finde ich schon ein bisschen abstrus. Frage, die uns auch noch bewegt hat, auch gerade weil auch einige in unserem Netzwerk da uns auch davon berichtet haben. Sie haben bereits jetzt ein großes Projekt für nächstes Jahr, also für nächstes Kalenderjahr, erstmal abgesagt oder verlegt, und zwar den Ring. Im, glaube ich, Mai oder Pfingsten 2021 war es geplant. Das Bedauern ist natürlich entsprechend groß gewesen. Ich nehme ja auch an, dass Sie entsprechend Ihrer Künstler, die Sie da auch jetzt immer für gewinnen konnten, die Verträge schon lange im Voraus gemacht haben. Wird es da auch entsprechende Kompensationen geben, wie es die gegeben hat im vergangenen Frühjahr?
Also wir haben die Kompensation gemacht, sehr frühzeitig den Vertragstermine. Wir hatten keine Verträge schließen können, das ist ja die Situation. Wir haben jetzt erstmal die Verträge aus dem letzten Mal, also der letzten Spielzeit abgeschlossen. Die Verträge für den neuen Ring waren noch nicht geschlossen, weil einfach unsere Gesamtsituation so war. Deshalb habe ich auch allen Künstlern, die nachgefragt haben bei uns, gesagt, nehmt erstmal alles an, was irgendwie machbar ist, damit die Möglichkeiten sind. Wir konnten keine Verträge ausstellen. Es ist für uns einfach auch eine künstlerische Frage und das ist das, was ich am meisten bedauere. Die letzten Verträge sind aufgelöst worden. Das ist schon ein großer herber Verlust. Die nächsten Verträge wären geplant gewesen, wären zur Ausfertigung fertig gewesen, waren verhandelt. Aber da muss ich komplett sagen, dass wir es komplett verschieben müssen, weil wir die künstlerische Qualität, die wir aus diesem Projekt erwarten, nicht hätten erfüllen können. Wir hätten keine Proben ansetzen können. Götterdämmerung mit großem Chor, mit viel Statisterie, Siegfried mit über 40 Statisten wäre für uns nicht darstellbar gewesen und vor allem in der jetzigen Situation. Und deshalb haben wir die klare Entscheidung getroffen, die schmerzlich ist für mich persönlich, weil ich hinter dem Projekt sehr hänge. Aber auch schmerzlich für die Künstler ist zu sagen, wir sagen frühzeitig ab. Ja, Sie konnten jetzt bereits, sage ich mal, schon Anfang Oktober absehen, dass Sie nicht im April, Mai die Kapazitäten haben werden oder weil Sie fest davon ausgehen, dass sich sämtliche behördlichen Maßnahmen noch weiterhin so fortsetzen, dass es nicht möglich sein wird zu proben. Also was ist genau der Grund für die Absage? Der Grund für die Absage ist eine ganz reine statistische Sache. Wir sind jetzt im Monat 10 der Pandemie. Wir haben noch keinen Impfstoff. Der Impfstoff wird jetzt angekündigt für Januar, Februar, März. Das heißt, unsere Proben wären schon fertig gewesen. Rheingold, Walküre und Götterdämmerung wären dann in den Proben gewesen. Vor den Ring hätte ich nicht probieren können. Dann haben Sie das zweite Problem, dass ein Großteil des Ringpublikums, was ja auf das führt, was wir vorhin hatten, dass unsere Gesellschaft nicht mehr in dem Maß ins Theater geht, doch überaltert ist, von außen kommt. Das heißt, ich rechne nicht mit einer großen Reisetätigkeit von Publikum, was von außen kommt. Und damit muss ich doch ehrlich zu mir selber sein, dass in der jetzigen Situation eines Projektes, was ich größtenteils selber finanzieren muss, weil die Situation einfach in Chemnitz ist, wie sie leider ist, dementsprechend dort auch Dinge sich auch tragen müssen, zu zögern. Das war ja unser großer Vorteil in Chemnitz. Wir haben sehr früh abgesagt von den Möglichkeiten, haben sehr früh klare Entscheidungen getroffen, um eine Planungssicherheit herzustellen. Dass wir selber die Planungssicherheit nicht haben, das ist ja unser großes Problem. Es sind noch keine Verträge geschlossen, aber wir wollen dieses Projekt auf jeden Fall in die Zukunft fortsetzen. Dort wird ein Ersatztermin angesetzt. Was ich aber dazu sage, ich habe damit persönlich ein Problem, weil man kann ja dann den Termin nicht zweimal vergeben. Sie können ja nicht zweimal in 2022 am gleichen Abend singen. Und da müssen ganz klar Regeln führen. Aber da hat es noch andere Sängerinnen und Sänger erwischt, wo man wirklich sagen muss, vielleicht ist erwischt das ein bisschen respektlos, aber wirklich auch zu sagen, die Situation zu formulieren, wir haben Projekte absagen müssen, wo es auch noch keine Verträge für gab, die auch keine Kompensation erfordern. Wie wir damit umgehen als Theater Chemnitz, ist im Moment Ersatzkompensationsangebote zu machen. Ich versuche immer mehr anzubieten, als es ursprünglich war. Ich habe zum Beispiel einen Gast von einem Theater, der bei uns eine Neuproduktion, die wir auch verschieben haben müssen. Wir hatten einen Freischütz angedacht, der ist jetzt in 2023 zur Premiere vorgesehen. Natürlich versuche ich, diese Vertragssituation hinzubringen zu etwas anderem. Dann habe ich einen jungen Bariton, den ich gehört habe, jetzt vertrösten müssen, der auch im Freischütz hätte gewesen wäre, der wenigstens für Sinfoniekonzert zwei Drittel der ursprünglichen Summe für beides bekommen hätte. Aber das sind alles so individuelle Lösungen und da werden wir sehr groß in die Zukunft noch bauen müssen. Und das ist ein bisschen die Situation zu sagen. Chemnitz hat sich sehr klar geäußert mit den 50%, als Verträge bestanden waren. Der Rest war ein bisschen auf Kredit gebaut und ich hoffe, das Vertrauen nicht enttäuscht zu haben. Ja, vielen Dank, dass ihr bei diesem Gespräch dabei wart mit Patrick Wurzel, dem Operndirektor der Oper Chemnitz. Wenn ihr weiterhin keinerlei unserer Videos verpassen wollt, dann abonniert hier unseren Kanal. Und was auch noch ganz wichtig ist in den heutigen Zeiten, bitte beteiligt euch weiterhin an unserer Umfrage, in der es darum geht, wie ihr durch die Corona-Krise gekommen seid oder aktuell noch kommt, in den Ungewissheiten, die allen vor uns stehen. Und wenn ihr euch beteiligen wollt, kommt auf unsere Facebook-Seite, liked unsere Facebook-Seite, kommt in unsere Facebook-Gruppe und teilt mit uns eure Gedanken.